So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schwarz 2 der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wie ihr vielleicht seht, ich habe Ambitiffel erstmal wieder rausgenommen, weil ich Ambitiffel einfach nicht im Team haben möchte. Also werden einfach mal meine anderen Teammitglieder ein bisschen stärker, ne? Ja, ich habe mir das angeguckt. Wir werden zuerst hier die Route abarbeiten, bevor wir dann, weitergehen. Außerdem habe ich die anderen Pokémon auf der Bank mal bis Level 30 trainiert und dadurch ist auch noch Cedric ein Level höher gekommen. Wenn du auf den Holzplanken verweist, fällst du hinunter. Was? Nein! Doch! Oh! Eine Herausforderung von Pokémon-Züchter Malone. Wer nennt sein Kind Malone? Das arme Kind. Mal ganz im Ernst. Der wurde doch bestimmt auch im Kindergarten gemobbt. Oder in der Vorschule. Oder in der Grundschule. Oder in der weiterführenden Schule. Oder an der Uni. Nee, an der Uni ist es nicht mehr so krass vertreten. So, Donnerschock. Dürfte ausreichen. Yay. So, Nils hat seine Arbeit. Toll. Navitau. Das ist ein Pokémon-Züchter. Ich wollte gerade eben sagen, Vogelfänger. Donnerschock. Schön. Das ist alles auch so ausreichend, ne? Es ist immer ärgerlich, wenn man verliert, aber gleichzeitig bin ich auch froh darüber, dass meine Pokémon stärker geworden sind. Sind sie doch gar nicht. Wo sind die bitte schön stärker geworden? Ah, wir hätten uns mal noch Panaero City vornehmen können. Bubol. Schon der Anblick zwei spielender Pokémon macht einen Trainer froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Sag mal, hast du dir denn schon eine Molga geschnappt? Also, falls du eine Molga hast, willst du es vielleicht gegen meinen Brokkolos tauschen? Ich habe leider keine Molga, aber ich spreche dich nochmal an, wenn ich eins hab. Beim Brokkolos wäre schon geil. Andererseits, eine Molga ist für mein jetziges Team zu gut. Immer im Kreis herum, Reihum. Kannst du mit mir mithalten, ohne dass dir schwindlig wird? Los geht's mit einem Reihum. Können die einmal vorwarnen, bitte? Den habe ich nie gern gemacht, den Reihum-Kampf. Bissbark. Oh, das kann mir wehtun. Ach du Bitch, hast meinen Angriff gesenkt. Okay. Sehr gute Wahl von dir, Bissbark, finde ich auch gut, was du da so machst. Schön. Wirklich gut gemacht. Beschwert jetzt keiner mehr. Wow. Dieser Wechsel. Von Sisukids auf Sisukids. Nils erhält Level 33. Wow, also ich muss sagen, die anderen haben jetzt wirklich viel gemacht. Tobi ist mal wieder durchgegangen wie Butter. Jetzt bin ich derjenige, dem schwindlig geworden ist. Okay. Gut. Akzeptiere ich einfach mal so, ne? Das sind doch nie im Leben beides Items. Das ist bestimmt eins nahe Trappe.
Genauso wie Mogelbaum eine Baumattrappe ist. So. Ich hatte recht. Wieso habe ich immer recht? 36, meine Herren. Oh. Hör doch auf mit dem Mist. Synthese. Das Vieh kann mir gar nichts, ja? Jetzt wirkt auch noch dieser scheiß Sporenwert. Warum setzt es eigentlich die ganze Zeit Lockduft ein? Vielleicht kommt Geofissur. So. Melanie ruht sich erstmal aus, ne? Erstmal richtig pennen. Wow, wir sind genau an dem Punkt, wo Melanie eingeschlafen ist. Außer, dass sie jetzt weniger KP hat. Wow, wow. Spult nochmal zurück und schaut euch bitte den Gesichtsausdruck von Tampignon an, als es gerade Lockduft eingesetzt hat. Das hat ausgesehen wie, keine Ahnung, wenn es gerade dazu gezwungen worden ist. Die Augen von dem sind allgemein ziemlich merkwürdig. So, Melanie hat jetzt erstmal eine Pause verdient. Bevor mir hier noch einer mit einem Reihumkampf kommt, ne? Für einen Zink bin ich hierher gelaufen, schön. So, ich gehe jetzt erstmal noch Beleber und das Ganze verkaufen, weil mir ist aufgefallen, das mache ich sonst nie. Schutz kann ich noch einkaufen. Nugget. Riesennugget. Wieso kann der das nicht kaufen? Ist das jetzt ein Witz oder was? Ah, hier sind die Beleber. Calcium kannst du kriegen, Zink kannst du zweimal kriegen. AP Plus behalte ich mal. Carbon kannst du zweimal kriegen. Eisen kannst du kriegen. Da die ganzen Federn, die brauche ich nicht. 1500. Wow. Also wenn wir mal wieder Geld brauchen, ich gehe gerne ein bisschen auf der Wunderbrücke da umher. Also für das Geld gern. So, und dann jetzt noch Schutz einkaufen. Und Tränke haben wir, glaube ich, noch. Wir haben ja noch die Kumo-Milch. Ah, nee, kaufen wir uns direkt Top-Schutz. Führt dann auch durch den Turm des Himmels, oder wie er da heißt. Kaufen wir uns noch ein paar Hypertränke. Jo, ne? 4 Stück dürften reichen. Ja, also ich nutze da irgendwie noch lieber die Kumo-Milch, aber... Na,
Was sagst du mir? Man vermutet, dass die Kontaktebene als Energiequelle für die gesamte Einheitregion fungiert. Doch bisher ist es noch niemand gelungen, das Geheimnis des Kontaktbaums und der Transferkräfte auf die Spur zu kommen. Tja, dann wird's mal langsam Zeit, ne? Da in dem Haus waren wir. Da, wo heute Panaero City liegt, gab es früher nur Wildnis. Doch dann haben Pokémon und Menschen dieses Land gemeinsam urbar gemacht. Hast du schon mal von einer großen Passage namens Einklangspassage gehört? Ja, die gehört mir. Das ist ein einzigartiger Ort, wo es jede Menge ausgefallene Läden gibt. Ja, ich weiß, da gibt's Kugelmilch. Ja, ich weiß. Team Plasma hat gezielt Jagd auf bestimmte Pokémon wie Feliloo gemacht. Auf diese Art und Weise sind vielen Leuten ihre Pokémon gestohlen worden. Das ist unverzeihlich. So, mal ganz kurz zurückschreiben. So, da kam noch ein Danke auf YouTube. Hier, was ist denn hier drin? Wenn du den Orden der Arena von Panaero errungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Gegenwind, Gegenwind. Wenn es in Geraldis Arena einem nicht mangelt, dann sind es Windböen. Wozu man direkt neben der Landebahn Gewächshäuser gebaut hat? Ja, da waren früher in Schwarz-Weiß 1 nur Felder. Na, damit man das frische Gemüse noch schneller zum Abnehmer bringen kann. Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass die Flugzeuge bei ihrem Aufwinden im ganzen Zeug nicht noch das Gemüse kaputt machen. Und Obst. Willkommen in Panaero City, der Stadt der Lüfte. Hier, nimm dies als Andenken an deinen Besuch. Hackattack, oh schön. Wenn du deinem Pokémon das Item Hackattack zum Tragen gibst, verstärkt dies die Wirkung von Attacken des Typ Flugs. Ja, das könnte ich eigentlich Scorcrow geben. Weißt du nicht, ob das effektiver ist als das, was es jetzt gerade hat? Oh, dir nicht. Dir könnte ich es auch geben, aber nee, Sägesang ist da okay. Ah, du trägst... Nee, dann nicht. Wenn man nichts über den Aufbau eines Flugzeugs weiß, ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, es instande zu setzen. Im Pokémon-Kampf verhält es sich ähnlich. Je besser man sich mit Pokémon auskennt, desto höher sind die Chancen auf einen Sieg. So, jetzt wird es noch ein bisschen so schon. So. Oh, Herzkonfekt, du zarte Süßigkeit, für den der Pfand des Lebens Glück in einem anderen sein Gegenstück. Du hast gelindert wohl sein Herzeleid. Reichlich soll er von dir verdrücken, so kann er vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du mir viele Herzkonfekte bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Und woher soll ich die Bitteschön nehmen? Pokémon mit der VM-Attacke Fliegen können dich am Pokémon Center von zuvor von dir besuchten Orten absetzen, das weiß ich. Oha, du... Du bist nicht im Besitz der Medaille Fliegerass? Sag bloß. Wir Piloten sind alle total heiß auf diese Medaille. Ich dachte mir, wenn sie jemand hat, dann du. Hey du, hast du zufällig ein Pokémon vom Typ Flug oder Psycho dabei? Oh ja, ich sehe, du hast einen Scorcrow in deinem Team. Ich brauche seine Hilfe, um an ein Frachtstück zu gelangen, das für mich zu weit oben liegt. Bitte hilf mir. Ich hätte auch noch Aerodactyl oder Victini im Angebot. Victini, ja. Jirachi. Vielen Dank. Hier als kleines Dankeschön. Ein Netzball. Pokémon sind einfach Gold wert. Ja, das stimmt. Guten Tag. Wir sind vom Zustelldienst von Panaero City, befördern schnell und zuverlässig. Wir transportieren auch Personen, aber nur mit Erlaubnis der Arenaleiterin. Und wohin? Ah, wir können ja nicht durch den Wendelberg. Da war was. Hier lag ein Item. Rundumschutz. Ja, die Frau da mit den TMs wird sich wieder freuen, dass ich so viele TMs gefunden habe, die ja so gut sind. Verangriff, die alle Wurfe, klappt, ne? Selten mehrmals, ja. Das können wir mal wieder sortieren nach Nummer, ne? Ja, sehr schön. Das wäre, glaube ich, freier Fall gewesen. Hi.
Schniff, schniff. Ich bestelle die Felder bei Panaero City. Ja, und dafür brauche ich Mulche. Schniff, schniff. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Dann kennst du vielleicht die versteckten Lichtungen. Da findet man nämlich manchmal welche. Also Mulche meine ich natürlich. Ich liebe Mulche über alles. Schniff, schniff. Wäre nett, wenn du mir welche bringst. Schniff, schniff. Nein, aber dir schlägt mein Geruchssinn nicht im geringsten aus. Das heißt wohl, dass du keinen Mulchen bei dir trägst. Kein Mulch bei dir trägst. Lass mir das ja nicht zur Gewohnheit werden. Hä, wieso? Ich muss dir gar nichts bringen, Junge, ja? Wenn man schmackhaftes Gemüse haben, muss man es im Gewächshaus züchten. Wichtig ist, dass es genügend Nährstoffe bekommt, denn die machen später einen Großteil des Geschmacks aus. Gartenkunde im Pokémon. Noch ein Topschutz, schön. Haben wir hier soweit mal alles? Nee. Mein Pokémon liebt Bären, weißt du? Deshalb reisen wir auch auf der Suche nach Bären durch die Weltgeschichte. Wäre es nicht toll, wenn es einen Ort mit so vielen Bären gäbe, dass man darin baden könnte? Alles klar. Mit dir habe ich schon, mit dir noch nicht. Von Panaero City aus starten inzwischen einige Passagierflugzeuge. Es hat nicht schließlich nicht jeder ein Pokémon mit der vollen Attacke fliegen. Um genau zu sein, doch eigentlich schon. Anders als Pokémon können Flugzeuge ohne Startbahn nicht abheben. Aber dafür bieten Flugzeuge viel mehr Stauraum für Transportgüter. Geraldines Flugkünste übertreffen inzwischen sogar die ihres Großvaters, der selbst ein legendärer Pilot war. Der selbst ein legendäres Pokémon war. Ja, wunderbar, ne? Panaero City ist geklärt. Und der eine Teil von Route 7 auch schon. Sehr schön. Ist die Elektrolythöhle schon geklärt? Nein, ne? Nein. Die müssen wir auch noch machen. Würde ich sagen, machen wir zuerst noch die Elektrolythöhle, oder? Dann. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja gesagt, ich mache so lange mal die Parts, wie ich brauchen werde. Zwischen einer halben Stunde und zwischen einer halben Stunde und 30 Minuten, ja, genau. Zwischen, 30 und 40 Minuten. Dauern sie ja momentan an, immer. Von daher ist ja jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt noch ein bisschen rumturteln. Ah, da ist Bell. Hier waren wir doch. Verdammt. Ich bin so vergesslich. Gut, andererseits, mit was hätten wir sonst die ganzen Parts bisher füllen sollen, ja? Leo, mal ein bisschen nachdenken. Ist wohl nicht so viel verlangt. Ja, schneit. Und ich renn mit einem T-Shirt rum. Was hab ich bekommen? Ein Mogelbaum. Was kann man hier bekommen? Ein Rickeis. Retcheis. Wie man es auch immer wieder ausspricht. Ja, das nennt sich Fairness. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ja, das kann ruhig alles sinken. Wir haben eh gerade gratis Erfahrungspunkte erhalten. Hi, du da. Ein Dreierkampf, 3 gegen 3. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Ich bin zwar nicht bereit, aber okay. Ist okay. Sag das nächste Mal auch, ich bin bereit, ja. Und wie, du bist nicht bereit. So. Fliegen.
Psychokinese. Kalkklinge. Am gefährlichsten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Picolenta. Picolenten? Heißt es dann Picolenten? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die sind am gefährlichsten. Ja genau, weil das kann nur Luftschnitt und das ist nicht wirklich stark. Oh mein Gott, ein Wasserre... Oh mein Gott. Nein. Es hat nicht wirklich den Wasserring gebracht. Nein. Picolente, das geht nicht. Das geht so einfach nicht mehr. Ich glaube, ich mache Schluss. Ach, fick dich doch, Fasasnob. Warum schreck ich immer wegen dem dummen Ding zurück? Ich habe bisher nur Schaden genommen. Ich habe nur nichts gemacht mit Justin. Level 33 für Justin. Sehr schön. Endlich erlernt das Knirscher. Endlich. Ja, nicht es. Endlich. Wie war das noch? Wieso kann Galapaflos auf dem Level schon Knirscher und wir nicht? Wir können es bis dahin auch. Stimmt, das sind beides Fossil-Pokémon. Habe ich gar nicht so bedacht in dem Moment. Also es ist ja am logischsten, dass sie beide in der jeweiligen Nähe, Levelnähe, das erlernen. Übrigens, ich habe Melanie nicht aufgeweckt. Wir heilen sie jetzt. Mit einem Stratus-Eis. Wisst ihr, sie schläft so. Und es wird einfach so mitten ins Gesicht reingeklatscht, so ein scheißkaltes Eis. Hier, wach auf! Alter, stell ich mir schon geil vor. Nanu, was haben wir denn hier? Ein verehrtes Pokémon? Sehe ich so aus? Oh, es ist gerade ein Livestream von Wikipedia. Ich muss gleich Schluss machen. Ah, es ist nur normal, Nasloch. Hm, dann kann ich auch noch schnell fertig aufnehmen. Wird er mir jetzt nicht verübeln. Ja, doch, das verübelt er mir. Für immer. Für immer. Der spricht mich nie wieder an. Zeigt mir sofort nur noch den Stinkefinger. Und ist arschig zu mir. Nur weil ich seinen Livestream nicht geguckt habe. Stopp, stopp. Ich wollte gerade eben schon sagen, das war irgendwie... Ah, wir haben ja Verteidigungssenkung. So, der Trick. Ja, hätte es getroffen, hätte es gerade mal ein bisschen Stress mit mir gekriegt, ja. So. Wie ist der Trick einfach immer noch vor den 100 KP ist? Justin versucht was. Ja, die hätten wir gerade eben brauchen können. Ja, komm. Wasserdüse ist cool. Tut mir leid, ich habe dich für ein Pokémon. Ja, WTF. Sehe ich vielleicht so aus? So. Ein Blattstein, oh cool. Wir könnten schon so viel Pokémon mit Stein entwickeln. Wir haben aber keins. Sind Sie das, Frau Lehrerin? Ach, es ist nur irgendein... Ist nur irgendein dummer Wichser, der gerade gegen mich kämpfen möchte. Ja, du mich auch.
Sonflora. Sonflora ist eigentlich ein cooles Pokémon. Also ich liebe Sonkörn. So, es hat an der Haustür geklingelt. Ich war gerade dabei. Ja, Sonflora. Ich liebe Sonnenkern. Einfach vom Design her und so. Leider ist es nicht so stark, aber... Ja, das nehme ich dann hin als Nebeneffekt, ne? Von daher also, ich liebe eigentlich Sonflora auch so ein bisschen. Und ja, irgendwie war es jetzt auch mit dem kleinen Pisser, der mich beleidigt hat. Nein, wir sind ja jetzt eh gleich da. Sagte er und rannte nochmal ins hohe Gras. Flampion. Ich hab gerade schon gesagt, Flampivian, WTF. Aber gut, ich meine, Naslok hätte ich... Ich hatte schon früher einen Flampivian gesehen. Ja, also es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn es jetzt schon da wäre. Aber ja, mein Admora ist einfach zu stark. Oh, das ist doch nicht stark. Oh. Nein. Elixier. So, da rechts müssen wir eh noch nicht hin auf die Route. Könnten wir aber noch bearbeiten, ne? Training ist Training. Wir haben noch 5 Minuten. Könnten wir noch ausnutzen. Weiß halt nicht, wie viele Trainer da noch sind. Wenn es jetzt so mega viele sind, dann hänge ich da noch 10 Stunden. Ich habe ja auch keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal Level 34 für Justin. Wir kommen schon auf ein gutes Level-Cap für die Arena. Wir werden am Schluss noch überlevelt sind. Aber dann werde ich zu unterlevelt sein für diese Route hier. Also die Arena-Leiterin hat Pokémon auf bis zu Level 37. Und wir sind hier schon bei 34 und haben noch den kompletten Turm des Himmels vor uns. Mein Pokémon-Team sieht ein bisschen müde aus. Du solltest ihm eine paar... Oh, cool. Das ist eine nette Frau. Die mag ich. Vor langer Zeit, als ich und meine Frau noch jung und schlank und rank waren, hat unweit von hier ein gewisses Pokémon Boreus und Voltolos eine Lektion erteilt. 30 Jahre hatten wir danach Ruhe vor ihnen. Und ich zeige es dir. Das ist Boreus. Oh. Und das ist Voltolos. Der Name des Pokémon, welches jene beiden Streithähne wieder in Raison rief, lautet Demeteros. Das ist dieses Pokémon. Ja, Boreus war am coolsten. Also in der Tiergeistform. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Zwar war hier ihre Gestalt ganz anders, als man sich erzählt, aber es muss sich dabei um Demeteros, Boreus und Voltolos gehandelt haben. Wahrscheinlich in der Tiergeistform. Hier in Einheit gibt es ein Pokémon namens Voltolos, das Blitzen Donner bringt, und eins namens Boreus, das starke Regenfälle verursacht. Sie fliegen durch die Region und lassen es überall stürmen und hageln. Dadurch ruinieren sie mir die Ernte. Ja, was einfach unlogisch ist, dass Boreus dann keinen Wassertypen hat. Der Visokaster schmeißt sich irgendwann noch in die Wiese, abartig aggressiv und ja... Hallo, Mama hier. Wo bist du denn gerade? Mensch, ich koche. Wie, auf Route 7 erst? Das ist ja toll. Da kannst du ja direkt zum Essen kommen. Und, verstehst du dich auch gut mit deinem Pokémon? Du darfst nie vergessen, dass du es dem Pokémon zu verdanken hast, dass du so viel umherum kommst, bis immerhin auf Route 7, ja, mein Kind? Dafür solltest du ihnen stets dankbar sein und zügig ein Pokémon-Center aufsuchen, wenn sie angeschlagen sind. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe selbst mal am Empfang eines Pokémon-Centers gearbeitet. So, das war's für den Augenblick von mir. Warum hat ihr angerufen? Das war richtig unnötig. So richtig unnötig. Hi. Ein Duell auf einem Holzbalken, wenn das mal nicht cool ist.
voll uncool, ey. Pupanz. Pupanze. Keine Ahnung. Das macht im Anime immer so lustig. Pupanze, Pupanze. Surfer zum Große. Pupanze. Kreuz. Wir haben ja nicht schon Kraftkoloss. Nein, jetzt haben wir auch noch Kreuzhieb. Kreuzhieb trifft aber nicht so. Nee, nur 80. Kann auch kein Mensch erlernen. Gut, hat sich schon geklärt. Wir sind ein tolles Team. Los, kämpft mit uns. Wenn Zwillinge zusammenarbeiten, kann nichts schief gehen. Außer vielleicht alles. Und wenn alles nichts ist und nichts alles? Wie bitte sind Sengo? Wären jetzt wild, würden die sich in X und Y selbst angreifen. Ja, das habe ich gelernt. Das hab ich gelernt, ey. Wie bitte, es lebt nicht lang. Und wenn Nils trifft, glaube ich, lebt Sengo jetzt auch nicht so lang. Ha, hat's überlebt. Stopp. Gerade eben habe ich einen kleinen Schock bekommen, so vergelt doppelt so WTF, was? Aber gut, das war's jetzt auch mit Sengo, ne? Gerade eben hatte ich einen kurzen Schockmoment, aber ich habe ihn überlebt. Ich bin dem Sengo überlegen. Ich habe gerade überlegt, wie es heißt. Ich habe das, glaube ich, 10-mal gesagt und habe dann überlegen müssen, wie es heißt. Ah, hier ist kein Trainer mehr. Sehr schön. Ach, wie ich Holzbalken doch liebe. Allein das Balancieren drauf macht so viel Spaß, dass ich immer wieder komme. Toll für dich, ich nicht. Pupanze, Pupanze. Der macht es dem anderen Trainer nach, ne? Pupanze. Knirscher. Ich habe aber auch immer was Effektives, Mensch. Bekomme ich so einen Effektivitätsbonus? Nee, nicht. Okay. So. Jetzt sind wir hier beim Turm des Himmels, bei dem hier früher noch irgendwo ein Item war. Heute anscheinend nicht mehr. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine versteckte Lichtung oder so. Nein, da will ich jetzt nicht rein. Fertig. Kannst du mir so lange wackeln, bis du schwarz wirst, ja? Schade. Naja, dann brechen wir im nächsten Part auf in den Turm des Himmels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis denne. Tschaußen.